Hier sind Vokalzeit, vier Sänger im Frack aus Berlin. Und heute besuchen wir einmal ein paar brandenburgische Weihnachtsmärkte. Und wenn wir schon mal da sind, können wir eigentlich auch was singen, oder? Klar. Okay. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. Vokalzeit ist ein gesund geschrumpfter Männerchor. Und wir sind so Grenzgänger zwischen Hu-Musik und E-Musik. Wir haben uns alle im Rundfunkchor Berlin kennengelernt und haben somit auch die Gelegenheit, neben unserer Tätigkeit als Chorsänger auch im kleinen Ensemble sehr viel Unfug zu treiben. Vokalzeit ist für mich Spaß, gepaart mit einem gesunden Anspruch an künstlerische Qualität. Das Spektrum geht von klassischer Musik bis Schlager der 20er, 30er Jahre, auch themenbezogen und jetzt in dieser Zeit natürlich vor allen Dingen auch die Weihnachtslieder. So, meine Herren, herzlich willkommen in Liebenberg, im Löwenberger Land. Wir befinden uns hier auf dem Schlossplatz in Liebenberg. An jedem Adventswochenende findet hier ein wunderschöner Weihnachtsmarkt statt. Inklusive jeden Freitag davor ein tolles Theaterstück, nämlich die Liebenberger Nachtwächterstunde. Also Freunde, ich lade euch ein und habe aber nicht genug Geld. Und dann ich. Na gut, okay. Vier für jeden. Also ich denke, wenn wir schon in Frack hier stehen, können wir eigentlich auch was singen, oder? Es ist ein Rosensprung. Eine Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht. Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Aus Gottes ew'gem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. War Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Es begab sich also vor nicht allzu langer Zeit, dass ein Nachtwächter hier in diesen Mauern seine Dienste tat. Ihm oblagen die Aufgaben, die Stunde anzusagen und die Bürger in der Morgenstund zu wecken. Leute, Leute, lasst euch sagen, Halbacht hat nun geschlagen. Garstiger alter Mann, dem man wohl kaum trauen kann. Wir haben hier nun Steffen Findeisen, den Darsteller des Nachtwächters,
Warum ist der Nachtwächter ein Ausgestoßener? Ja, der Nachtwächter, der zieht einfach im Dunkeln durch die Gassen. Mhm. Und das ist gefährlich und unheimlich. Er fasst an die Türen und prüft, ob sie geschlossen sind. Und das passt einigen Leuten nicht. Und außerdem, ja, wenn Leute wirklich sehr abergläubisch sind, dann denken sie, ich bin mit dem Teufel im Bunde. Ich bin jetzt nicht so neugierig, aber was passiert mit dem Nachtwächter im Laufe des Stückes? Naja, er hat auf alle Fälle erstmal den Kampf mit den Dorfbewohnern, die ihn ablehnen. Und das verletzt ihn auch sehr. Und dann hat er aber eine Bewährung sozusagen. Er findet ein Feuer in der Kirche dort drüben. Ulala. Und dieses Feuer löscht er. Und er erwischt auch die Spitzbuben, die das Feuer gelegt haben, und kämpft mit ihnen. Und dadurch steigt er in der Anerkennung der Dorfbewohner. Gerade Ihre Feuershow ist unglaublich, die Sie hier ablassen. Ja. Ich sehe hier ein schönes Instrument bei Ihnen, von Kollege zu Kollege. Wir haben ja auch Gesang studiert. Wie lange mussten Sie studieren, um dieses Instrument spielen zu können? Also mindestens 20 Kneipenstunden. Können Sie uns mal zeigen Sie uns doch mal einen Beweis Ihres Könnens. Achtung. Ja. Danke! Ja, Ihr Kreuzfahrtschiff fährt dann auch gleich los. Wir singen jetzt What Child Is This? Ein altes englisches Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christians, fear for sinners, he the silent word is pleading. Nails, spears shall pierce him through, the cross be borne for me, for you. Hail, the word made flesh, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthrone him. Raise a song on high, the Virgin sings a lullaby. Joy for Christ is born, the babe, the Son of Mary. An Vokalzeit gefällt mir, dass wir hier in einem kleinen Ensemble sind mit vier Typen, die sich sehr gut verstehen. Wir haben unseren Markus Schuck im zweiten Tenor. Der ist eigentlich der ruhigste von uns allen, aber wenn er etwas sagt, dann hat es Gewicht. Holger ist der, der das feinste Gehör hat. Axel ist der, der
immer wieder insistiert, die Stücke auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Micha ist derjenige, der die Programme zusammenstellt. So hat jeder seine Tugenden. So, jetzt befinden wir uns auf der Spreewaldweihnacht. Diese Spreewaldweihnacht besteht aus zwei Weihnachtsmärkten. Einmal diesem hier in Lübbenau und dann kann man auf einen Kahn steigen und durch den Spreewald fahren nach Ledel in das dortige Freilandmuseum. Kräuterlikör, Spreewälder Gurkenwasser. Aber es sind nur 30 Umdrehungen. Nee, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Du kannst fast alles tragen. Sie gehören hier zum Laden. Und es harmoniert auch mit meinem Frack, finde ich. Ja, das ist hier. So. Er hat so ein süffisantes Lächeln. Wie heißt du denn? Er meditiert. Horst? Dalai heißt er. Dalai. So, Männer, ich denke, es ist mal wieder an der Zeit zu singen. Richtig. In dulci jubilo, nun singet und seid froh, unseres Herzens Wonne leid in Präsipio. Leucht heller als die Sonne, Matris in gremio. Alpha eset o, Alpha eset o. O Jesu parvuli, nach dir ist mir so weh, tröst mir mein Gemüte, o tue optime, durch alle deine Güte, o Prinzeps Gloriae, trage me posti. Ubis und Gaudia, nirgend mehr denn da, da die Engel singen, Nova Cantica, und die Schellen klingen in Regis Curia. Schauen Sie mal, unsere Ausflugsgasthäuser haben jetzt Winterschlaf. Im Sommer gibt es für 150 Lecce 10 Gasthäuser. Das ist Lebensqualität. Wie ist es im Winter, wenn es alles so zugefroren ist? Den Spreewald mit Schlittschuhen zu erleben, ist schon etwas Besonderes. Aus vielen Bauernwirtschaften werden dann Glühweinstände. Und es ist dann richtig viel los, an manchen Tagen auch mehr als im Sommer. Das spricht sich dann schnell rum und man kommt nicht nur zum Schlittschuhlaufen, viele kommen auch zum Spazierengehen. Und wenn dann der Spreewald eingeschneit ist, dann hat er auch nochmal einen ganz besonderen Reiz. Uns ist der Christ geboren.
mich schön an, ehrlich. Ja. So, ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr ins Frieren gekommen. Wir haben gleich das Museum erreicht. Ja, vielen Dank. Die Gefahr ist gebannt. Einen schönen Nachmittag noch. Herzlichen Dank. Tschüss. So, jetzt haben wir die große Freude und Ehre, das Bescherkind in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Wir dürfen leider mit dem Bescherkind selbst nicht sprechen, deshalb hat es zwei Begleiterinnen. Und deshalb frage ich einmal eine der Begleiterinnen, das Bescherkind ist eine Tradition der Sorben. Wer spielt dieses Bescherkind? Ja, das ist jetzt hier gerade das Spannende. Also unser Bescherkind darf weder reden, sich räuspern oder ähnliches, weil hier drunter steckt nämlich die Braut, die im nächsten Jahr heiraten möchte. Und damit sie nicht erkannt wird, ist sie ganz still und auch zugehangen. Und deshalb braucht sie uns auch als Begleitung, dass wir sie sicher durch den Weg hier führen können. Hat zum Beispiel der Kranz oder das ganze Kostüm eine besondere Bedeutung? Das ist von ihren ganzen Freundinnen zusammengesucht, halt die ganzen bunten Bänder. Jeder gibt etwas, damit sie halt wirklich die Schönste auch ist. Wir haben gehört, viele Menschen wenden sich an das Bescherkind, gerade in der Adventszeit, wenn es durch diese wundervolle Straße geht und durch dieses wundervolle Museum. Wie reagieren die Menschen auf das Bescherkind? Also es ist so, dass das Bescherkind in der Vorweihnachtszeit von Haus zu Haus geht und sie hat hier an ihrer Hand ein Glöckchen. Damit macht sie sich bemerkbar. In dem Haus, wenn sie dann eintritt, sind die Menschen halt wirklich voller Ehrfurcht, verneigen sich vor ihr und die werden dann gesegnet mit der sogenannten Rute. Und als Besonderheit hier in diesem Museum haben wir es zur Tradition werden lassen, den Menschen eine goldene Nuss zu schenken. Micha, möchtest du eine goldene Nuss haben? Ja, sehr gerne. Ja, dann lass dich doch mal segnen, bitte. Vielen Dank. Die bringt Ihnen jetzt Glück und Segen und Gesundheit für das ganze Jahr. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Na, Micha, wie fühlst du dich jetzt? Ja, jetzt. Ja, super. Das ist doch toll. Vielen Dank. Und nun, wie Chichinotze in stiller Nacht, ein sorbisches Weihnachtslied des Bautzner Komponisten Jan Ziesch. Die Weihnachtszeit gehört zu den intensivsten Perioden eines Jahres für einen Sänger, weil man neben der normalen Arbeit, sage ich mal, dann eben auch viele Soloauftritte hat, Weihnachtsoratorien oder überhaupt weihnachtliche Musik. Es ist auf der einen Seite ein ganz, ganz tolles Erlebnis, dass man so viel machen kann und darf. Und auf der anderen Seite ist man aber auch froh, wenn dann praktisch der 24. Dezember erreicht ist und man dann auch ein bisschen Ruhe hat.
ja, das Leben eines Berufssängers in der Weihnachtszeit gesund bleiben, wohl dosiert seine Konzerte organisieren. Das ist auch eine besondere Zeit insofern, als dass man sehr viel mit dem Publikum in Kontakt kommt, das eben auch in einer ganz besonderen Stimmung ist. Und das durch die Musik zu verstärken und mitzunehmen, das ist eine besondere Freude. Jetzt befinden wir uns in Ribbeck, quasi nach dem Gedicht von Theodor Fontane, die Welthauptstadt der Birne. An allen Adventswochenenden verwandelt sich der historische Ortskern in das märchenhafte Ribbeck. Ich glaube, das war Hänsel. Und schön kaunig im Ganzen schlucken. Genau. Der erste Tenor darf immer als erster. Ja. Wie lange muss man das drüber halten? Bis es schwarz ist. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Schrumm, schrumm. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen im alten Waschhaus. Hier wohnt Frau Holle. Oh, na dann wollen wir mal schauen. Wir sind in der Wäscherei von Ribbeck bei Frau Wesche. Aber zurzeit ist Frau Wesche unsere Pechmarie. Warum denn das? Ja, weil das ist zwar das alte Waschhaus, aber zur Weihnachtszeit hat sich hier jeder ein Märchen auserkoren. Mhm. Und da sind wir, Frau Holle. Frau Holle ist da oben hinterm Fenster versteckt. Die muss hier arbeiten, weil die Pechmarie wenig Lust zum Arbeiten hat. Verstehe. Welche Märchen gibt es denn noch hier im Ortskern von Ribbeck? Ganz viele, bloß nur um einige zu nennen. Im Schloss ist drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Schneeweißchen und Rosenrot, Hänsel und Gretel. Und das war wirklich ein richtiges Waschhaus. Ja, hier wurde die Wäsche der Herrschaften und auch der Knechte gewaschen im hinteren Teil des Hauses. Und heute waschen wir hier natürlich keine schmutzige Wäsche mehr. Und wenn, dann machen wir das nur hinter ihrem Rücken in der Küche, dass sie das nicht das so mitbekommen. Es geht das Gerücht, dass es hier ganz tolle Schmalzbrote geben soll. Oh, Gerüchte sind immer gut. Ja, außer Schmalzbrote sind natürlich Birnenschmalzbrote auf Birnenbrot und Birnenmeersalz. Oh, ja, natürlich. Und ich habe schon gehört, dass Sie so schön Appetit haben. Und wie sollte es da sein? Also, im Prinzip, also, ich habe mal was Kleines vorbereitet. Oh, das ist ja toll. Das ist einfach ein Zufall gibt es, ne? Ich nehme gleich noch eins. Ja, ausgezeichnet. Und ich mache ab morgen Geld. Das hast du gestern schon gesagt. Und wie schmeckt's? Ist hier ein Birnenschnaps eingelegt? Ja, Frau Wesche, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken, hier in der Wäscherei gewesen zu sein. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. So, jetzt sind wir hier am Schloss Ribbeck und hört ihr das auch? Das kann doch eigentlich nur unser Markus sein, oder? Denn manchmal musizieren wir nämlich auch zu fünft. Schön, dass du es einrichten konntest. Und ich denke, wenn wir schon unseren Markus und diesen wunderbaren Flügel hier haben, können wir doch eigentlich auch das wunderbare Lied von Engelbert Humperdinck singen. Leise weht's durch alle Lande.
jetzt durch alle Lande wie ein Gruß vom Sternenzelt. Schlinget neue Liebesbande um die ganze weite Welt. Jedes Herz mit starkem Triebe ist zu Opfern froh bereit. Denn es naht das Fest der Liebe, denn es naht die Weihnachtszeit. Und schon hat mit tausend Sternen sich des Himmels Glanz entfacht. Leise tönt aus Himmels Fernen Weihgesang der heiligen Nacht. Hell aus jedem Fenster strahlet Wundersam des Christbaums Licht, und der Freude Schimmer malet sich auf jedem Angesicht. Lichte Himmelsboten schweben ungesehen von Haus zu Haus. Selig nehmen, selig geben, geht von ihrer Mitte aus. Oh, willkommen, Weihnachtsabend, allen Menschen groß und klein. Friede bringend, froh und labend, mögst du allen Herzen sein. Oh, willkommen, Weihnachtsabend, allen Menschen groß und klein. Friede bringend, froh und labend, mögst du allen Menschen sein. Irgendwie finden wir hier was. Meinst du? Boah. Pass auf, Kompanie, halt. Der ist es. Oh, der? Ja? Ja. Der ist es. Das ist ein schöner. Das? Ja. Super. Der ist oben schön gewachsen, nicht zu dicht. Instrument. Danke. So. Dann würde ich sagen, Nadel ab. Tüchtig nicken, dicke Fichte, dort in dicke Fichte nicken, tüchtig dort, dichte Fichte, Baumfeld, Baumfeld, okay. Baumfeld. Yes. Ah. Hauptsache der Frack sitzt. So, meine Herren, war doch eine schöne Tour, oder? Super. Oh, schön. So, ja, super. Dann stehen wir hier mit einem Tannenbaum und dem Frack, dann können wir doch wieder was singen, oder? Ja, klar. Natürlich. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.